Hallo Chicas und willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. So, wir gehen jetzt einfach mal hier so runter, so wusch. Einfach mal so vorgewagt, was ist da für ein Teil? Was? Du siehst ja mal lieblich aus, oh Gott! Pff, ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht war. Hä? Was mache ich denn jetzt hier? Also da hinten scheint man irgendwie rüberzukommen. Nur irgendwie ist dann auch das Einzige, was ich dazu weiß. Der Gegner ist jetzt wohl weg. Warte, da kommen wir bestimmt auch irgendwie rüber. Kann man das so machen? Nee, kann man nicht. Warte, aber mit einem Boomerang oder so geht's bestimmt. Wow, toll. Nee, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Mit der Superbombe vielleicht? Na? Toll. Nee, irgendwie auch nicht. Ach, man könnte auch einfach hier rüber gehen. Anstatt alles so voll complicated zu machen. Yay! Rastet der so voll aus bei dem geilen Geräusch. Oh, ich wollte jetzt eigentlich noch nicht hier rüber gehen. Ich hole mir, glaube ich, erstmal hier die schnieke Truhe, ne? Das geht ja eigentlich relativ schnell. Wenn das Teil dann vielleicht doch irgendwann nochmal hier rüber kommt. Oh, ne. Das ist ein dummer Gegner, ey. Scheiße. Mods, 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 Mods. Wie heißt die eine komische Nummer? Mozzi Mabuse oder so. Mozzi, mein Busen oder so. Mutz mich nicht an, ich habe einen schönen Busen oder so. Das war jetzt irgendwie leicht merkwürdig, aber nur ein bisschen. Nur ganz wenig. Ich weiß doch gar nicht, wovon ihr redet. Ich bin normal. Gut. Ach nee. Oh nein. Ah! Boah, ich auch noch so voll der dramatische Schrei. So, oh! So als ob ich wirklich direkt Link in diesem Augenblick gewesen wäre. Cool. Was bringt mir das jetzt genau? Ich hab keine Ahnung. Ach so. Nein. Toll, ich weiß, ich habe mich gerade wunderbar artikuliert. Ich muss die. Nein! Oh, jetzt ernsthaft! Mein Gott! Das ist doch jetzt echt nicht so schwer. Ich möchte noch mal ein paar Herzen. Es tut weh. Es tut weh in der Seele. Es tut weh, so zu leben. Voll dramatisch. So Goethe-Shit und so ein Kack. Oh, da möchte ich hin, da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Geil. Oh, das ist wenigstens nett, dass man hier spawnt. Warte, nein! Oh, Mann, wie geht das? Wie komme ich denn da hin? Oh, jetzt kommt der Dumme auch noch hier zu mir hoch, oder wie? Ja, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen überlegen, weil ich würde die Truhe schon ganz gerne haben, aber mir fällt jetzt nichts ein, wo ich da unmittelbar da hochkomme. Deshalb lassen wir das lieber. Oh Gott, nee. Ich möchte es lieber einfach nur hier weiter schaffen. Warte, komme ich da hoch? Ja, nein, mein Herz! Mein Herz ist gebrochen. Und schon wieder so voll die komische tiefgründige Shit. Monsterherz. Braucht auch kein Mensch. Und da kommen wir, glaube ich, noch gar nicht rüber. Der Weg sieht aber auch irgendwie voll komisch aus, aber egal. Naja, irgendwie müssen wir das ja schaffen. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal den Weg zurück, weil da haben wir ja gerade so eine geile neue Plattform erscheinen lassen. Und die wollen wir doch so gleich ausnutzen. Und ich rede ja die ganze Zeit so voll geschwollen. So, so voll komisch, aber egal. Ach ja. So, oh, boah, ich habe gerade irgendwo anders hingeguckt, da dachte ich so, oh, ich träume mal durch die Landschaft und dann, ja, habe ich irgendwie mal wieder nichts mitgekriegt. Wie geht das? Ah, da könnte ich zu der Truhe runter. Oh, das ist aber irgendwie scheiße. Eigentlich will ich ja gar nicht so komische Umwege und so ein Zeug machen, aber hier, nein, wie, was? Das ist ja mal richtig fies. Oder warte, kann man das wegmachen? Nö, natürlich nicht. Ah, okay, okay, okay. Verstehe. Warte, was ist, wenn man das so aktiviert? Ich sagte, wenn man das aktiviert. Wenn man das aktiviert? Boah, dann halt nicht. Dann mach ich's halt mit einer Bombe. Ist mir doch egal. Ich bin halt wandlungsfähig. Ich kann alles. Bitchy, bitchy, bitch. Okay, ich glaube, das war eigentlich gar nicht mal so übel. Da müsste man nämlich von oben da hinkommen. Was, wenn man hier lang geht? Oh Gott, ich glaube, ich will da gar nicht hin. Es ist einfach alles so. Oh! Na geil. Hier müsste man aber eigentlich. Nee, ich glaube, nein, das bringt gar nichts, da runter zu springen. Ich meine, das wäre irgendwie nur halsbrecherisch und im Endeffekt würde es nichts bringen. Warte, ich muss gerade mal gucken. Kommen wir dahin? Oh! Doch, ja, das geht. Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, das geht, aber wie? Muss ich dann von der anderen Seite irgendwie kommen? Aber von welcher Seite? Es gibt so viele Seiten. So, das möchte ich jetzt aber haben. Oh, das hat sich ja mal jetzt so gar nicht gelohnt. Toll. Hätte mir auch vorher einer sagen können. Dann hätte ich es mir vielleicht noch überlegen können. Aber nein, niemand bewahrt mich vor meinen eigenen Fehlern. Schlechter Zuschauer.
Ich weiß, ich bin so voll nett zu euch irgendwie immer, merke ich gerade so. Natürlich merke ich das gerade erst, also vorher ist mir das gar nicht aufgefallen, nee. Und ich habe irgendwie so langsam ein bisschen Hunger, es ist nämlich gleich 8 Uhr und dann habe ich Lust auf leckeres Zwiebelbrot. Yum, yum, yum. Ich weiß, es gibt Leute, die sowas überhaupt nicht mögen, aber ich finde das voll geil. Das ist einfach nur lecker. Warte, ich glaube, ich komme gar nicht darüber, oder? Doch, klar komme ich darüber. Einfach zu dumm für alles. Nee, doch. Komme ich da hoch? Nee, da muss ich erstmal die Plattform benutzen. Und da oben kann ich natürlich keinen Wandzauber da einsetzen, deshalb hat sich das auch erstmal erledigt. Aber gut. Oh nein. Das ist ja mal richtig fies. Ich meine, oh Gott, ich dachte schon. Nein. Ich dachte schon, der schubst einen jetzt hier runter, weil ich meine, das wäre ja noch Asian. Asian! Asiak! Boah, ich immer mit meinem Asiak, ne? Ich laber irgendwie die ganze Zeit von Asiak und weiß nicht mal, was das ist. Richtig dumm. Und ich krieg hier irgendwie gar nichts auf die Reihe. Aua. Mann, jetzt gib mir doch was Schönes. Ja, gut. Ich stehe auf dem Schalter und es passiert nichts, weil ich eingefroren bin. Das ist natürlich mal wieder geile Zelda-Logik, die wir einfach nur zu häufig in diesem Spiel sehen. Okay, das Spiel heißt auch Zelda, deshalb ist es eigentlich logisch, dass man hier in dem Spiel auch Zelda-Logik sieht, aber ja, ich labe einfach mal irgendeine Scheiße. Das kann ich doch am besten. So, dann springen wir doch mal gerade hier runter, holen uns die geile Kiste. Ausdauerschriftrolle. Genau, da erhöht sich nämlich dieser Ausdauerbalken. Ist eigentlich voll praktisch. Also, ja, juti. Aber da war noch eine Sache, ein so ein Mega-Item, was ich unbedingt haben wollte. Das ist nämlich, glaube ich, irgendwie, um seine Mega-Power zu erhöhen. Also, ja, keine Ahnung, wie sagt man das denn am besten? Mega-Power trifft es, glaube ich, nicht ganz so gut. Wie heißt es? Um weniger Schaden zu kriegen, da kriegt man, glaube ich, so eine neue Rüstung oder so, aber weiß ich jetzt nicht. Ah ja, hier kann man noch hin. Genau. Hier waren wir schon. Pff, toll. Hat sich jetzt irgendwie gar nicht gelohnt. Da müsste ich noch durch, aber dafür brauche ich erstmal einen Schlüssel. Und den habe ich jetzt gerade gar nicht. Was war denn hier? Aha! Wenigstens komme ich jetzt hier hin. Warum auch immer das jetzt der Fall ist, weil ich habe doch eigentlich ganz... Oh mein Gott. Was ist das? Weil ich habe eigentlich gar nicht wirklich was geändert, aber... Oh, das war jetzt nicht so schlau. Da hätte man auch mal vorher nachdenken können, aber nachdenken ist doch was für Verlierer. Also bitte. Wer denkt denn schon? Oh, toll. Ah! Oh Gott, seid ihr fett. Ah! Oh Gott, nein, das ist ja gar nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett, mein lieber Freund. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt kommen die bestimmt alle und schließen mich hier so in der Ecke ein, einfach weil sie asozial sind und es wissen. I'm asozial and I know it. Boah, wie viele Herzen von mir einfach mal weg sind. Boah, ich brauche gleich wirklich mal Herzen. Aber eigentlich habe ich ja auch richtig viele Feen dabei, nur irgendwie nutze ich es nie aus. Fällt mir gerade so auf. So ein bisschen. Oh nein. Diese Gegner sind so asozial. Da habe ich ja jetzt schon gar keinen Bock drauf. Nee, nee, danke. Lass mal lieber. Was ist mit denen? Kommen die jetzt nicht hervor? Ja, ich wollte gerade schon sagen. Ich habe mir jetzt eigentlich eher gedacht, dass diese komischen Asi-Teile jetzt wahrscheinlich aus der Wand kommen. Hier komme ich nicht durch. Wie komme ich denn da rüber? Oder? Warte, komme ich denn mit dem Teil hier so vorbei? Nee, natürlich nicht. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wie man da rüberkommt. Es gibt bestimmt noch irgendeine andere Variante, ne? Ja, man kommt auch durch die andere Tür. Ach ja, das wird schon irgendwie gehen. Da oben war ja auch so ein fetter Eisbolzen oder Batzen. Nee, Batzen sagt man eigentlich nicht. Batzen ist eher eine Arschbacke, aber egal. Arschbacke, yay. Oh Gott, das war jetzt, glaube ich, auch nicht schlau. Ach doch, die kommen wieder. Ja, dann ist egal. Moment. Oh, die brechen ein. Die brechen ein. Ist das dein Ernst? Muss ich da runter? Ich hab keine Ahnung. Oh, ja, geil. Oh Gott, nee, das ist kein... Ja, cool. Okay. Wenigstens habe ich die andere mit runtergeschleudert. Ja, ich bin hier so voll Kamikaze-like drauf. Ich merk's schon irgendwie. Aber kann mir ja egal sein. So. Okay, dann kommen wir da auch weiter. Was? Ah, okay, dann können wir in einen anderen Gang und da müssten wir dann wahrscheinlich auch durchkommen. Ich weiß nicht, was das da unten mit diesem Aktivierzeug auf sich hat, aber ich glaube, da müssen wir noch gar nicht hin. Wenn ich hier so richtig liege, aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. So, komm raus. Ich wusste, dass du einer bist. Du bist ein Verräter. Ja, ich weiß. Dramatik ist einfach nur cool, ja? das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber okay. Da komme ich ja auch nicht hin. Hä? das ist jetzt irgendwie scheiße, oder? Egal. Hä? Warte, ist hier nicht irgendwo ein Loch oder sowas? Ein Loch? ich höre mich nie dumm an. Nein. Boah, hallo, wie wenige Herzen ich habe. Hauptsache, mir fällt das jetzt erst auf. Aber das ist schon irgendwie krass. Boah. Wow. Wollte ich hier überhaupt runter? Ich bin mir... Hä? Hä? Oh Gott.
Boah, ich weiß echt gerade nicht, was ich hier überhaupt machen wollte. Nee, da... Ach stimmt, da muss man ja am Anfang irgendwas aktivieren und so, aber... Oh Gott, jetzt kommt der Dumme, der mir wieder Bomben auf den Kopf wirft, weil der ja so nett ist. Und so. Dann können wir hier nochmal weiter, aber... Also nach oben, auf die obere Etage müssen wir eigentlich gar nicht mehr. Und wenn ich Glück habe, müsste da hinten jetzt wirklich eine Wand aufgebaut sein, wo man dann weiter zu der Kiste kann. Und dann könnte man eigentlich insgesamt da weiter. Nur, ich weiß nicht, ob es der Fall ist. Wir sehen uns dann gleich, so. Ich höre mich irgendwie die ganze Zeit an wie so eine komische Werbe- oder Nachrichtensprecherin oder irgend so eine Scheiße. Hä, wieso komme ich jetzt nicht darüber? Nee. Warte, was ist das? Oh, das hat jetzt gut geklappt. Oh, es ist alles so kompliziert. Ich krieg hier nichts mehr auf der Reihe. Auf der Reihe! Oh Gott, komischer Plattakzent da. Besonders Plattakzent, als ob das so heißen würde. Meine Oma redet immer Platz. Platz! Ja, meine Oma sagt immer so Platz. Also so 2 Sekunden so Platz, Platz, Platz. Ja, das wird Sinn ergeben. Ich finde Plattdeutsch eigentlich voll süß, aber ich mag das selber nicht so. Also ich kann es nicht so richtig sprechen irgendwie, weil ich einfach zu dumm dafür bin. Hab Mitleid mit mir. warte. Wie? Oh ja, jetzt auf einmal bewegt sich das natürlich. Wenn ich da wieder drauf gehen will, bewegt sich die Kacke. Warte mal, wie geht denn das? Wenn ich hier lang gehe? Ach so, dann kann ich schon wieder... Nee, oder? Doch, dann kann ich schon wieder runterfallen. Das ist ja doof. Also ich muss auf jeden Fall auf die obere Etage, um das kleine Lichtlein anzumachen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3 und 4. Dann steht das Christkind vor der Tür. Ah. Ja, das ist irgend so eine Scheiße, die wir damals mal gelernt haben. Warte mal. Wie kommt man... Kann man vielleicht auf... Ich habe gerade eine Idee. Was ist, wenn man da bei der linken Seite ist und sich in eine Wand verwandelt? Kann man dann darüber? Aber wie komme ich jetzt nochmal dahin? Ich habe alles vergessen. Alles. Also auf jeden... Boah! Das war jetzt natürlich gar nicht knapp. Nein! Gott, wie habe ich das jetzt alles gemacht? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Einfach an gar nichts. Ach Gott, wir gehen jetzt einfach hier rein. Genau. Warte. Müsste das nicht hier gehen? Nee, natürlich nicht. Aber wenigstens ein Herz. Das ist auf jeden Fall schon mal was Gutes. Aber ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Aha. Was ist denn, wenn ich hier... Nee. Ach, nichts. Wer hätte es gedacht? Pff, toll. Das bringt alles total. Aber ich könnte eigentlich nur mal ein paar Etagen hochfahren. Oder wir hätten auch einfach in einen Magic-Kreisel gehen können, weil ich glaube, das hätte auch irgendwie geholfen. So, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht hin, weil die dummen Teile kommen ja wieder und kacken mich hier irgendwie so an. Und das... Oh. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Und das muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein. Also, was war nun mal, wenn ich hier rüberfalle? Da kommt man doch zu so... Ach stimmt, da waren auch so Feen, ne? Die konnte ich eigentlich auch ausnutzen. aber ich glaube, ich gucke gerade mal, was ich hier machen kann, ne? So, ich glaube, wir gehen jetzt einfach nochmal hier hin, weil wir müssten ja jetzt eigentlich auch nochmal was machen können. Moment, oder gehen wir vielleicht doch noch eine Etage höher? Ich glaube, das wäre sogar noch sinnvoller. Weil da war ja... Oder? War das so? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, nein, das ist irgendwie falsch. Och, ich weiß es doch nicht mehr. Mein Gott. Oh, ich kann mir ja auch nichts merken. Nichts. Ich wollte eigentlich sagen, ein Mensch kann sich ja auch nicht alles merken. So, das wollte ich sagen. Warte, muss ich hier überhaupt hin? Hier waren wir doch schon mal, ne? Wo man hier diesen Schlüssel holen sollte und so. Muss ich jetzt vielleicht hier hin? Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Aber warte. Doch, es war ja eigentlich ganz gut, wenn man da hochgegangen ist, meine ich. Doch, ja, doch, ich weiß wieder. Warte. Da war nämlich dieser Eingang. Und man konnte irgendwie nach da hinten rüber gehen. Und da bin ich doch dann, glaube ich, da runtergesprungen, ne? Oder? Doch, hier war ich runtergesprungen. Das weiß schon ganz genau. Okay, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht nochmal auf die Seite gehen? Ah, da waren wir doch auch lange nicht mehr. Ach, hier kann man ja immer noch nicht runterspringen. Dann bringt das doch eigentlich so gut wie gar nichts. Ich meine, da kann ich ja nur hier so hübsch runtergucken, so, ah, ist das nicht schön und so. Also nützt das ja auch irgendwie gar nichts. Aber hier, was ist, wenn ich hier runterspringe? Toll, da bin ich wieder an der Stelle, wo die Pferdekiste ist. Ich kapiere nichts. Ach Gott, ich finde hier nichts. Ich glaube, wir beenden jetzt einfach mal hier den Part, dann stehe ich nicht so unter Druck. Also bis zum nächsten Part, ne? Ciao.